Hallo, mein Name ist Dosh und willkommen zurück zu einer weiteren Runde All the Mods 7 to the Sky. In der letzten Folge haben wir Netherrack und Andesite automatisiert, haben Lava hergestellt, haben auch ein wenig angefangen mit Energieversorgung, haben schon mal zwei mehr Magic Dynamos, das wird aber auf jeden Fall nicht reichen. Ich habe hier hinten jetzt noch ein bisschen erweitert, ich habe hier nochmal zwei weitere Kammern gemacht, beziehungsweise hier muss ich noch die Truhen wegmachen. Hier ist noch eine Kammer und hier ist die Fläche für das, was wir heute vorhaben. Und zwar soll hier unsere automatische Siebernagel entstehen. Das Problem ist aber, da wir etwas sieben möchten, brauchen wir erstmal etwas, was wir sieben können. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, dass wir Gravel, Sand und das automatisiert kriegen. Das gehen wir heute als erstes an. Und das möchte ich am liebsten mit dem Crusher machen. Das heißt, wir müssen einen Metallurgic Infuser aufbauen, weil wir Basic Control Circuits brauchen und Steel Casings, also Stahl. Das heißt, wir werden jetzt erstmal gucken, dass wir Metallurgic Infuser craften. Das ist nicht wirklich viel, das ist ein Furnace, ein bisschen Redstone, ein bisschen Osmium. Ich mache jetzt einfach aus Prinzip schon mal 8 Furnace, die kann man immer mal gebrauchen. Das wird bestimmt nicht der letzte Metallurgic sein. Habe ich Osmium verarbeitet? Nein, aber schon mal Eisen. Ich will jetzt erstmal nur gucken. Wobei, wir machen direkt 2. Redstone. Und Osmium haben wir hier. Das machen wir. Wobei, wir machen davor 4 Stück klein. Und teilen das einmal auf. Einmal hier rein und einmal hier rein. Ich würde aber sagen, dass wir dann auch erstmal gucken, dass wir die Energieversorgung noch ein bisschen ausbauen. Also, was? Wie? Wieso darf ich jetzt hier nicht reinschiften? Okay. Dann machen wir einfach nochmal 4 von denen. Geht halt echt nicht. Das ist mir auch noch nicht passiert. Dementsprechend 4 von denen. Packen die nach oben, die in die Mitte, die runter. Und das ist noch ein bisschen Eisen. Bum, bum. Bum, bum. Und wir haben schon unsere Energieversorgung ein bisschen aufgestockt. Okay, welche Crafting Station jetzt hier stehen habe, kann ich wieder Sachen reinschiften. Keine Ahnung. So. Wir benutzen dann jetzt mal hier das Osmium, was jetzt fertig ist. Und schauen uns dann mal den Metallurgic Infuser an. Machen uns also einfach mal 2 Stück. Einmal hier und einmal hier. Und damit wir jetzt nicht am Anfang allzu viele Ressourcen vergeuden, habe ich mir vorgenommen, ich möchte eine Enrichment Chamber noch aufbauen. Dafür brauchen wir aber erstmal so ein bisschen Grundressourcen. Zumindest schon mal 4 Stahl. Also 4 Eisen hier rein, 8 Kohle. Das läuft dann schon. Oh. Ja, das habe ich ganz vergessen mit diesen Energy Pipes. Man muss hier überall sagen. Bum, 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 bum und bum. Und schon kriegen wir Energie rein. Und wir brauchen auch noch 2 Basic Control Circuits. Wir lassen das jetzt einmal ganz kurz hier durchlaufen. Und schon haben wir 4 Stahllast und 2 Basic Control Circuits. Die Steel Dust, die werden jetzt einfach nur noch geschmolzen. Und in der Zwischenzeit können wir schon mal quasi alles parat hinlegen. Und zwar brauchen wir 4 Glas. Wir brauchen Redstone, habe ich. Ansonsten haben wir schon alles zusammen. Jetzt warten wir nur noch auf die Steel Ingots. Da sind sie auch schon. Das heißt, wir können jetzt hier einmal sagen Steel Casing und Enrichment Chamber. Was ist der Vorteil jetzt an der Enrichment Chamber? Das ist ganz einfach erklärt. Momentan haben wir, wenn wir jetzt hier einen Redstone reintun, haben wir 10 Redstone, 10 Lubuckets Redstone drin. Wenn wir jetzt aber einen Redstone das hier reintun, fängt er erstmal an zu arbeiten und wir haben einen Enriched Redstone. Was bringt dieses Enriched Redstone? Ganze 80 Millibuckets Redstone, also eine ordentliche Verbesserung. Ich mache jetzt hier einfach mal 8 Stück von fertig und ich klaue mir auch hier jetzt mal. Machen wir es einfach mal so. Nein, keine Kohle schmelzen. Oh, ich habe mich aber nicht hier reingebaut. Naja, was habt ihr denn im Angebot?
Hallo, ich will tauschen. Eine Player Damage Plate. Nee, danke, ich will hier keine Plate auf, keine Form aufbauen. Das habe ich ein bisschen anders vor. Kommen wir mal wieder mit einem besseren Angebot. In der Zwischenzeit, wo das jetzt ja auch gerade am Durchlaufen ist, können wir eigentlich auch schon mal gucken, dass wir schon mal drei weitere Koppelgeneratoren aufbauen. Da würde ich maximal sogar auf Stone gerade gehen. Ich weiß noch nicht, wie die Rate ist. Ich meine, wir können das immer noch verbessern. Das heißt, wir nehmen uns jetzt hier erst einmal... Nein, hier. 18 Holz raus. Wir nehmen hier einen Lava-Bucket. Das Water-Bucket. Platzieren das Holz. Haben einen... 2 und 3 und können das Ganze jetzt nochmal upgraden, indem wir nochmal Cobblestone nehmen. So, 18 Stück und sagen 1, 2 und 3. Da ich gerade in der Zwischenzeit darauf warte, bis das Stahl fertig gemacht wird, der erste Durchgang ist gerade erstmal durch. Dachte ich, könnte man auch schon mal mit dem Player Simulator anfangen. Von denen werden wir ein paar brauchen, wenn wir uns den aber einmal anschauen. Wir werden einen World Block Exporter brauchen, einen World Block Importer, einen World Item Exporter und einen World Item Importer. So. Generell werden wir dafür erstmal einen Item Exporter brauchen. Wir brauchen eine. Das ist jetzt so ein kleines bisschen up in Rabbit Hole. Aber das kriegen wir schon alles hin. Was wir auf jeden Fall brauchen werden, sind diese Teile. Die haben wir ja schon mal ein bisschen was vorbereitet. Die können wir mal klein machen und die können wir klein machen. Von denen werden wir, glaube ich, nicht allzu viele brauchen, sagte er, hoffnungsvoll. Ich würde jetzt aber erstmal mit dem World Item Importer anfangen. Das heißt, wir brauchen ein Item Interface. Davon würde ich mal gerade... Na, ich habe Holz im Inventar. Weil wir es überwiegend in Tonform brauchen, mache ich jetzt einfach mal so... Ja, so. So, ja, so. Und wir machen davon jetzt einfach mal... 32 Stück, das sollte schon mal eine gute Zahl sein. Das ist relativ schnell nachhergestellt. Wir brauchen Input Variable. Input Variable Transformer. So, jetzt habe ich es. So, dafür brauchen wir ein bisschen Papier. Das sollte nicht das Thema sein. Ich sehe auf jeden Fall schon kommen, dass ich jetzt mehr nochmal hier so ein paar Ladungen von dem Zeug machen muss. Aber das ist ja, wie gesagt, nicht das Thema. So, einmal und wir haben 24 Stück davon. Und jetzt brauchen wir noch, wenn ich das richtig gesehen habe, einen Sticky Piston. Das kriegen wir bestimmt auch noch hin. Das wird vielleicht nur ganz kurz nachschauen sein, wie wir das hinkriegen. Aber hinkriegen sollte auf jeden Fall drin sein. Da gehe ich ganz, ganz schwer von aus. So, nochmal ein bisschen Eisen. Bisschen... Hilfe. Ich habe mich gerade gewundert, was ist das? Ich habe gerade eben noch ein bisschen Bäume gefarmt, aber dass sowas daraus entsteht, okay. So. Machen wir zwei Pistons. Und jetzt schaue ich mir mal ganz kurz an und kriege keinen Herzinfarkt, wie wir Slimeballs kriegen. Okay, ich habe es ein bisschen schlimmer erwartet, aber das geht. Wir brauchen einmal so einen Barrel mit Witchwater, den mit Sediment Spores und kriegen so einen Block of Brown Mushrooms. Den können wir dann jetzt einmal klein kloppen. Und kriegen sogar einen Pilz raus, sehr schön. Dann einmal neues Wasser. Hauen jetzt hier einen Pilz rein und schon haben wir einen kompletten Slime-Block mit ganzen neuen Slime-Bällen. So einfach ist das. Das heißt wiederum für mich, wir können hier die zwei Pistons verwenden mit zwei Slime-Balls und können Sticky-Pistons rausmachen und haben schon zwei Item-Importer, beziehungsweise ich mache jetzt erstmal eins davon. Wer weiß, wofür wir es brauchen, weil wir ja auch, wenn wir uns das mal reinschauen, wir kriegen vier Stück hier raus, machen das Ganze jetzt mit diesem Logic-Teil, das ist relativ schnell erledigt, weil wir hier nur einen Diamanten brauchen, was eindeutig einfacher herzustellen gerade ist als Slime Balls, was irgendwie ein bisschen lustig ist, finde ich. Und schon haben wir das erste von vier Items fertig, das World Item Importer haben wir. So, wie sieht es mit dem World Item Exporter aus? Ähnlich, wir brauchen hier erstmal ein Item Interface, wir brauchen hier ein Output Variable Transformer. Das heißt, wir brauchen einen normalen Piston. Habe dafür noch alles da? Nein. Bisschen Eisen fehlt und bisschen Holz. Machen wir einmal so und so. Und dann einmal so, so. Nein, nicht das. Machen wir vier normale Pistons.
Und dann einmal, zack, schon geht das ja hier auch weiter. Vier Stück hiervon, wieder einen Diamanten. Ich nehme mal drei Stück davon mit, damit wir ein bisschen was davon haben. Zack. Und zack. Schon haben wir das nächste, beziehungsweise die Hälfte schon fertig. So, weiter geht es jetzt mit dem World Block Importer. Der Schritt ist erstmal relativ ähnlich. Wir brauchen wieder so ein Teil hier. Können dann wieder die Item Importer schon... Meine Maus ist gerade... Hallo. Ah, wie ist meine Maus gerade ausgefallen? So, können die Importer machen. Und wir brauchen jetzt hierfür noch einen Diamond Pickaxe. Das heißt, wir brauchen 3x4, also 12. Ja, ich habe seit dem letzten Mal dazugelernt zu berechnen. Brauchen noch ein paar Sticks. Und da wir jetzt erst einmal nur 4 wollen, machen wir das Inventar so einmal voll. Brauchen von denen noch einmal welche. Und schon können wir 1, 2, 3, 4 und haben nur noch eine Sache zu automatisieren, dann haben wir es schon fertig. So, das letzte Item für den Player Simulator. Wir brauchen wieder diese Geschichte, das habe ich schon keine Ahnung wie oft gemacht. Einmal, blub. Dann haben wir die Item Exporter fertig. Können dann mal einen Logic Director machen und dann das ähnlich wie eben auch. Wir brauchen 4 Spitzhacken, machen einmal. Können dann hier schon mal Nummer 2 vorbereiten. 3 und 4. Damit haben wir jetzt alles zusammen für den Player Simulator. 4 Stück können wir jetzt damit schon mal machen. Das hilft auf jeden Fall schon mal mega weiter. Und wir können damit automatisch offiziell anfangen, die Erze automatisch zu sieben. Als nächstes möchte ich gucken, dass wir dann vielleicht auch schon mal hier langsam die Versorgung so ein bisschen aufbauen. Das möchte ich folgendermaßen machen. Und zwar eigentlich, dass wir hier eine Reihe haben für Gravel, Sand und das. Hier die Energie noch hinpacken. Das ist einfach nur eine Leitung hier rüber. Die könnte man von mir jetzt auch unten drunter machen. Da weiß ich noch nicht genau, wie ich das designen möchte. Es wird auf jeden Fall alles erstmal provisorisch gemacht. Und das wird dann mittels sogenannter Ender Drawer von hier drüben nach da drüben schicken. Dass wir hier die erste Reihe erstmal machen für Gravel, Sand und das. Und hier habe ich eine Reihe zu wenig oder zu viel. Zu wenig. So und so. Sieht schon mal gleichmäßiger aus. Was sind die Ender Drawer? Die sind relativ neu. Das heißt, er ist nicht mehr Drawers, das ist jetzt der Mod Functional Storage. Und ein Ender Drawer ist eigentlich nichts anderes als eine Ender Chest and Drawer Form, für, also quasi eine Ender Chest für ein einziges Item. Und ich dachte mir, komm, probieren wir das einfach mal. Und das hatte ich schon befürchtet, dass es immer noch nicht klappt. Die Lava sind anscheinend zu nah dran, ich muss mal gucken, wie ich das anders hinkriege. Also wahrscheinlich nicht hier mit Logs arbeiten, aber das ist eine Sache, die wir machen, wenn wir ein bisschen mehr Ressourcen haben, automatischer arbeiten. Ja. Ich nehme jetzt erstmal so einen Stack Obsidian. Wir haben hier Blaze Powder, dafür bräuchte ich 2, 4, 6. Und von den Ender Augen bräuchte ich dementsprechend auch 2, 4, 6, damit wir jetzt erst einmal die Ender Drawer machen können. Dafür brauchen wir also Eyes of Ender und 6 Ender Chests. Und dann brauchen wir noch Holz und normale Drawer. So, ich werde glaube ich auch, es sieht schon schwer danach aus, dass ich mir eine Farm, eine Holzfarm aufbauen müsste. Besonders nach dieser Folge, weil ich mache jetzt schon bewusst mehrere Drawer, weil das wird nicht bei den 6 bleiben. So, dann packe ich mir hier, machen wir hier die Reihe für Gravel, Sand und Dust. Und dann tauschen wir den hier aus, beziehungsweise wir tauschen den aus für den Ender Drawer hier. Hier. Und hier. Jetzt haben wir mit diesen Drawern aber nur ein Problem. Die sind alle auf verschiedenen Frequenzen. Wenn wir nämlich jetzt einmal hier oben links schauen, der ist auf Spawn Egg, Rabbit Foot, Diamond Shovel, bla bla bla. Der auf Orange Die, Grey Die, Grey Die. Ja, das klappt so nicht.
Das können wir mit dem sogenannten Linking Tool ändern. Dafür bräuchten wir einen Diamanten, Papier und zwei Gold Ingots. Gold haben wir hier und Papier können wir auch sehr schnell herstellen. Einmal so, einmal ein Linking Tool. So, was können wir jetzt mit dem Linking Tool machen? Wenn wir jetzt einmal Linkstick auf so einen Ender Drawer machen, haben wir die Frequenz davon gespeichert und wir können jetzt einmal hier Rechtsklick drauf machen und die sind gelinkt. Das machen wir jetzt einmal mit allen dreien. Und schon haben wir eine super Möglichkeit, um die Blöcke, um Gravel, Sand und Dust hier rüber zu kriegen. Jetzt geht es nur noch darum, das Ganze dann auch einmal ins Laufen zu kriegen. Dafür nehmen wir jetzt endlich mal den Stil das raus und schmeißen den einmal hier rein. In der Zwischenzeit, irgendwie müssen wir die Erze auch auffangen, weil, ihr kennt das, wenn wir jetzt hier alles so sieben, liegt das hier alles so blöd rum. Wollen wir nicht. Das würde ich gerne mit dem sogenannten Vakuum Later machen. Das heißt, wir brauchen Redstone Servos, Hopper und Enderperlen. Bisschen Glas brauchen wir, dann tun wir das und das einmal kurz weg. Wir brauchen, da wir erstmal nur drei machen, erstmal drei Servos. Dann brauchen wir drei Hopper. Dafür brauche ich mal noch ein bisschen Truhen. So, drei Hopper. Und die drei Enderperlen hier. Perfekt. Als nächstes können wir dann endlich mal die Crusher angehen. Dafür brauchen wir Steel Casings. Der Stahl sollte so langsam fertig sein. Und wir nehmen uns dann mal wieder unser Osmium heraus. Ich hoffe, dass die Truhen bald wegkommen. Ich will als einer der nächsten Sachen dann mal gucken, dass wir dann auch mal die Dingens angehen können. Na, wie heißt es? Das ME-System. Zumindest mal so ein grobes, dass wir einfach schon mal ein bisschen Ressourcen produzieren können. Einlagern können. So, wir können dann einen Crusher machen. Und einen zweiten. Die würde ich sagen, bevor wir jetzt hier großartig einfach nur gucken, dass wir unseren Tag rumpüllen. Würde ich sagen, stellen wir die einfach schon mal auf. Das wäre dann einmal hier. Und einmal hier. Sagen dann oben Input, links Output. Der Rest ist erstmal egal. Und schon wartet er eigentlich nur darauf, dass Items reinkommen und Energie. Und schon wird Gravel, Sand und das automatisch produziert. Es ist nur ein bisschen laut gerade, aber ich mache das gerade mal ganz einfach. So, dann haben wir gerade schon mal einmal hier ein bisschen mehr Ruhe. Da werde ich auf jeden Fall noch Muffler-Upgrades reinhauen, aber vorerst geht es einfach darum. Hier haben wir das Gravel, Sand und Dust. Und hier haben wir auch Gravel, Sand und Dust. Was ist jetzt der nächste Schritt? Ich werde jetzt hier gucken, dass ich für jeden Bereich jede Menge Drawer aufbaue und die siebe. Das heißt, wir werden als erstes gucken, dass wir... Ich will gucken, dass ich für jeden Bereich 9 siebe aufbaue. Quasi dann jetzt hier in dem Bereich 3x3. Dass wir dann einmal sagen, können wir schon mal machen hier... Hier und hier ein Item-Interface jeweils. Ich glaube, ja, so sollte das packen. Da kommt eigentlich noch ein Ledger-Cable dran und dann hier... Dann an die Siebenanlage. Die Thieves habe ich glaube ich schon gemacht. Da bin ich gerade echt gar nicht genau sicher. Aber ich meine, ich hatte die schon gemacht. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Jawohl, da hat man sie schon. Nur die Mächte muss ich noch machen. Aber ich würde sagen, als erstes wäre es wichtig, wenn wir die Gravel-Mächte aufbauen. Dass wir den einmal so und so machen. Dann brauchen wir noch Logic Cable. Ich habe mir jetzt von vorne mal neuen Emerald Mix geklaut. So. Ich will jetzt hier oben noch einen kleinen Schutz aus Glas aufbauen. Warum, erkläre ich jetzt sofort. Das ist eigentlich auch nicht wirklich so schwierig. Einfach weil die Erze hier so rausplöppen. Und ich keine Lust habe, dass hier dann alles irgendwie so über die Brüstung fliegt. Deswegen machen wir jetzt hier einen Käfig. Und lassen... Hier oben ein Feld frei, da kommt der Vakuum Later rein. Und wenn wir jetzt hier einmal reinschauen, das ist einfach quasi so ein kleines Inventar.
Und dieses Inventar leiten wir jetzt gleich hier einfach weiter. Dann will ich gucken, dass hier der Drawer Controller ist. Können wir auch schon mal auf Extract machen. Und schon hätten wir alles soweit fertig. Jetzt müssen wir nur noch den Player Simulator programmieren. Damit wir dem Player Simulator jetzt aber sagen können, was er überhaupt machen soll, müssen wir ihm erstmal eine Logik beibringen. Und dafür brauchen wir einen sogenannten Logic Programmer. Den machen wir aus einem Block of Crystallized Manville, ein Crafting Table, einfach nebeneinander stellen und fertig. Das war es eigentlich auch schon. Jetzt ist es eigentlich kein großes Hexenwerk mehr. Ich platziere mir den jetzt einfach mal hier hin, nehme mir einen Gravel und wir nehmen jetzt eine Variable Card, packen die hier rein, gehen auf Item, sagen, du sollst mit Gravel interagieren und er ist auf den Item-Typ Gravel gespeichert. So, das kommt dann jetzt einmal hier rein, klicken auf Big Items und alles, was wir dazu nur noch sagen, ist, ja, Right-Click ist richtig, Continuous-Click, Item-Transfer-Rate, er soll einen Item-Transfer-Rate von 9 haben. Und das war's. Schon werden hier Items durchgesiebt. Der ist schon voll, das heißt, wir müssen jetzt eigentlich gucken, dass wir relativ schnell, wobei das geht eigentlich in Ordnung, da wird es, wir produzieren schneller Erze, als er hier verarbeiten kann, als wir Gewölbe kriegen. Das heißt, wir bauen jetzt uns erstmal ganz gemütlich hier den Storage Controller auf. Der ist jetzt eigentlich auch nicht wirklich schwierig. Das Schwierige daran sind Quarzblöcke und einmal Redstone Comparator. Und schon haben wir hier einen Storage Controller stehen. Den klicken wir jetzt aber rechtsklick an und können hier alle Controller sagen, die er verbinden soll. Alle bis auf den hier unten. Und schon kriegen wir hier unsere Erze rein. Wir müssen halt nur noch ein bisschen erweitern, weil hier immer noch relativ viel drin ist. Und wir müssen eigentlich auch sagen, dass hier schneller rausgezogen werden soll, weil der eindeutig zu langsam ist. Das können wir mit den Erweiterungskarten von Pipes machen. Ich glaube, der Basic Pipe dürfte hier eigentlich schon reichen. Können wir mal schnell testen. Die ist ja relativ schnell gemacht. Machen wir es einmal so und so haben wir eine zweite. Ich glaube, nur für können wir upgraden. Ist nicht schlimm, wenn wir zwei haben, weil wir eh noch weitere Anlagen hier aufbauen werden. Ja, gut, jetzt fehlen jetzt hier noch so. Ich werde dann ein bisschen weiter hochskalieren. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Und schon haben wir quasi alles an Ressourcen hier drin, was wir über Gravel rauskriegen können. War jetzt mehr als erwartet, aber es ist aufgebaut. Es haben sie zu stehen. Boah, ich habe mich gerade ganz dezent erschrocken. Ja, das habt ihr jetzt davon, wenn ihr mich mitten in der Aufnahme stört. Ja. Kennt ihr schon die Shift-Funktion? Sollte ich vielleicht auch mal lernen. Ey Mann, ich war gerade eigentlich nur so ein bisschen was auch schon mal eine neue Energieleitung am Vorbereiten. Weil ich jetzt hier eigentlich direkt als nächstes anfangen wollte. Damit wir auch die ganzen Erze hier schön verarbeiten können, sollten wir mal gucken, dass wir eine Erzverarbeitung aufbauen. Aber ja. Gut. Damit wir die ganzen Erze auch hier verarbeiten können, sollten wir auch eine Erzverarbeitung aufbauen. Ich würde erstmal davon auf Mechanismen gehen, auf die Erzverdreifachung. Das reicht uns vollkommen, weil wenn wir uns jetzt einfach mal hier so einen... Was haben wir jetzt hier Feines? Hier, so ein Block of Raw Iron. Wenn wir uns den einmal anschauen, wenn der in die Purification Chamber geht, die haben wir hier, kriegen wir 18 Eisen draus. Ich bin ehrlich, das klingt schon nach einem ziemlich guten Deal für mich. Ich würde sagen, wir bauen uns die Erzverdreifachung auf. Das ist nicht wirklich schwierig. Wir brauchen einen Electrolytic Separator, der uns einmal Wasser aufspaltet in Hydrogen und Oxygen. Eine Purification Chamber. Erneut einen Crusher. Eine Enrichment Chamber. Und zu guter Letzt einen Energized Smelter. Auf das Folgende freue ich mich schon die ganze Zeit. Wir werden die Erzverarbeitung auffüllen. Schön die ganzen Erze, die wir von Anfang an gesiebt haben. Und schaut nun zu, wie meine Energieversorgung zusammenbrechen wird. So, Block of Raw Iron gehen hier rein. Wird dann hier klein gemacht.
nochmal gesäubert und hier geschmolzen. So. Die ganzen Erze vom Anfang an werden jetzt hier gekleinert. Ich würde jetzt ausführen, einfach nur die nächsten 7 Anlage hier aufbauen und dann gucken, in der nächsten vielleicht auch schon mal gucken, weitere Magmatic Dynamo zu machen, weil unsere Energieproduktion ist schon hart am Limit gerade, bin ich ehrlich. Ansonsten Energy Upgrades, Speed Upgrades, dass wir schneller Erze generieren, das Loch hier füllen. Und dann können wir mal gucken, dass wir vielleicht in der nächsten Folge mal ein bisschen Factories machen. Oder vielleicht sogar eine Baumfarm aufbauen. Aber wie gesagt, das machen wir alles in der nächsten Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, drückt auf den Abonnieren-Button und macht die Glocke an. Ich möchte auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön sagen. Die erste Folge ist mittlerweile draußen und ist, bin ehrlich, ich hatte positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass doch schon sofort so viele Aufrufe kommen würden. Ich dachte echt nach dieser langen Pause, dass ich vielleicht mit 1 oder 2 anfangen würden, aber ja, lief super. Freut mich, dass dieses Projekt mal so ein bisschen Anklang gefunden hat und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Das wollte ich nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.